Schauen wir doch mal in die Praxis. Welche Einwände gibt es denn? Nach unserer Erfahrung machen ungefähr 5 Einwände 80 bis 90% aller Situationen aus, in der dann der Kauf nicht weitergeht. Die erste Kategorie sind die sogenannten Aufschiebeeinwände. Aufschiebeeinwände sind, ich möchte nochmal drüber schlafen, ich kann das jetzt nicht entscheiden, ich entscheide mich prinzipiell nicht sofort, ich muss nochmal in Ruhe überlegen. Das sind die Aufschiebeeinwände. Die zweite Kategorie sind die Einwände, die das Strickmuster haben, ich muss jemanden fragen, der nicht da ist. Das ist, wenn man Verhandlungstraining bekommt, also als Verhandlungsführer trainiert wird, dann kriegt man immer gesagt, gib nie zu, dass die Gegenseite weiß, dass du selber die Entscheidung treffen kannst. Denn ansonsten wirst du halt bearbeitet. Das heißt, was der Kunde instinktiv macht, ist, der Kunde behauptet, zu Recht oder zu Unrecht, ich muss jemanden fragen, der das mitentscheiden muss und der ist nicht da. Das ist die zweite Kategorie. Die dritte Kategorie ist, passt das? Also ich muss nochmal messen, ich muss zu Hause gucken, dass das alles so aufgeht. Das ist die dritte Kategorie von Einwänden. Die vierte Kategorie von Einwänden, die kommt schon jetzt ausgesprochen weniger oft, ist das der richtige Preis? Das sagen die oft nicht. Oft sagen die das verklausuliert in Ausdrücken wie, sie sind das erste Haus. Ja, das macht ja nichts. Sorgen wir dafür, dass wir das letzte bleiben. Aber was tatsächlich dahinter steht, ist, ich will durch andere Häuser gehen und mich versichern, dass ich tatsächlich den besten Preis habe und vielleicht auch das beste Sofa. Und die fünfte Kategorie sind Unsicherheiten in Bezug auf die Ware. Will ich wirklich ein Sofa in Leder? Will ich diese Zusammenstellung? So. 5 Einwände, die 80-90% aller Probleme ausmachen. Lassen Sie uns mal ein Beispiel durchgehen und anhand des Einwandbehandlungsprozesses mal beispielhaft gucken, wie man den beantworten kann. Den Einwandbehandlungsprozess finden Sie im vorherigen Video. Sagen wir mal, ich mache einen Abschlussversuch. Super Sofa, da haben Sie auch ein sehr gutes Schnäppchen gemacht. Wir haben hier die Polstertage, das kann ich Ihnen hier mit allen Abzügen für 2500 Euro geben. Klasse, wie ist denn Ihr Vorname, damit ich das hier so für Sie fertig schreiben kann. Kunde sagt, Augenblick, das kann ich auf keinen Fall entscheiden, ich muss nochmal drüber schlafen. Das erste ist Puffern. Wir hören uns das also an und fangen an zu nicken. Lehnen uns dabei, meistens sitzt man ja entspannt zurück, Schultern runter, signalisieren uns selber und auch dem Kunden, das ist total normal, ich bin okay, du bist okay. Wenn wir einen Stift in der Hand haben, Stift weglegen, wenn ein Vertrag auf dem Tisch liegt, Vertrag wegschieben, wenn wir Direkterfassung machen wollten, den Computerbildschirm zur Seite und das Keyboard zur Seite und einfach dem Kunden zuhören und nicken. Danach, der nächste Schritt des Pufferns ist aktives Zuhören. Verstehe ich Sie richtig? Sie sind sich noch nicht ganz sicher und wollen einfach nochmal drüber schlafen. Große Entscheidung. Danach signalisieren wir dem Kunden, auch das ist Teil des Pufferns, verbal, Junge, ich verstehe dich oder meine Dame, ich verstehe Sie. Wir sagen also, wissen Sie, das ist eine große Entscheidung und große Entscheidungen sollen reiflich überlegt sein. 2500 Euro gibt man nicht alle Tage aus, das ist schon eine Investition. Und während man das sagt, nickt man. Was irgendwann dazu führt, das nennen die NLP-Leute Matching und Mirroring, das heißt, der Kunde fängt irgendwann auch an zu nicken und wir merken, so jetzt sind wir wieder auf der gleichen Wellenlänge. Und solange wir nicht auf der gleichen Wellenlänge sind, hat auch Einwandbehandlung wenig Zweck. So, wir haben also gepuffert, der Kunde fühlt sich wieder wohl. Jetzt holen wir unsere Lupe raus und forschen nach und sagen, Mensch, ich habe verstanden, Sie sind sich noch nicht ganz sicher und müssen deswegen nochmal drüber schlafen. Nur mal Interesse halber, das ist auch eine wichtige Floskel, nur Interesse halber, nicht damit wir abschließen können, nur Interesse halber, was genau lässt Sie denn noch zögern? Pause, Blickkontakt. Manchmal kommt da was, oft kommt da auch nichts. Warum? Weil der Kunde gar nicht genau weiß, was ihn zögern lässt. Das ist eine komplizierte Entscheidungssituation. Wenn nichts kommt, dann muss man mal ein bisschen im Nebel stochern. Da fragt man, wissen Sie, ist es der Preis? Man hört ja viel, ne, dass es billiger geht und Rabatte und im Himmelsjahrmarkt. Ist es der Preis? Wenn ja, meinen Sie, dass Sie es woanders billiger kriegen? Zögern Sie, so viel Geld überhaupt auszugeben? Also genau mit der Lupe reinforschen. Wenn es nicht das Geld ist, dann ist es vermutlich die Ware. Auch da fragen wir nach, wissen Sie, wir haben ja Folgendes besprochen, machen nochmal die Jahrstraße und gehen dann weiter rein. Und als Letztes kann man machen, nochmal fragen, habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Wissen Sie, ich habe versucht, Ihnen das alles so zu schildern, dann werden die Kunden in der Regel sagen, nein, das ist alles in Ordnung. So, jetzt isolieren wir den Einwand, sagen, wenn der Einwand nicht bestünde, könnten Sie sich dann entscheiden. Wir sagen also, okay, wenn Sie jetzt geschlafen hätten, es ist morgen früh, stellen Sie sich nur mal vor, und Sie sind genauso begeistert von diesem Sofa, wie Sie es jetzt sind, würden Sie sich dann entscheiden? Wenn der Kunde sagt, jo, morgen früh, wenn ich dann noch begeistert bin, dann würde ich mich entscheiden. Erst dann haben wir den Einwand isoliert und fangen an, ihn zu beantworten und sagen zum Beispiel, prima, dann mache ich einen Reservierungsauftrag. Gucken Sie, ich schreibe drüber, Reservierungsauftrag bis morgen 12 Uhr, danach Auftrag. Das heißt, Sie können mich morgen anrufen und sagen,
machen Sie das so fertig, Herr Witt, oder Sie rufen mich an und sagen, ich bin noch nicht ganz sicher, ich komme noch mal vorbei und wir gucken uns das noch mal genauer an. So könnte eine beispielhafte Einwandbehandlung aussehen. Als nächstes denken Sie an den Wetterballon, machen wir einen Abschlussversuch. Prima, dann schreibe ich Ihnen das jetzt so auf. Hier Reservierungsauftrag drüber, bitte, dann müssen Sie auch morgen nicht noch mal wiederkommen, wenn Sie, wie das ja wahrscheinlich ist, morgen auch noch zu Ihrer Entscheidung stehen. Also, das ist ein Beispiel. Wir gehen die anderen Beispiele, die uns den ganzen Ärger machen, auch mal durch. Das läuft nicht immer genau so, aber wenn man den Fahrplan im Kopf hat mit diesem Stapelbild, dann kann man auch auf die verschiedenen Varianten reagieren, die die Kunden dann so uns vor die Füße werfen.